So, ich habe mir ein neues Level ausgesucht. Das hatte auch Yoshi im Namen, von dem Herrn Farmer. So heißt der Levelersteller. Aber hier gibt es keine Yoshis, hier gibt es nur einen Haufen Yoshi-Eier. Das ist irgendwie hier so eine Massenmordmaschine, oder? Ja, das ist voll... Also bitte. Die armen kleinen Yoshis, die da alle... Aber ich finde die Dinger total geil. Wie heißt die Dinger? Gibt es da ein Fachwort für? Chat, gibt es ein Fachwort für diese Fliege-Oshis? Tut mir leid, ich bin absoluter Mario-Noob. Ich habe immer nur Mario auf dem Gameboy gespielt. Ich gar nicht. Ich habe nur Pokémon auf dem Gameboy gespielt. Feder. Ja. Aber mich bouncen die Dinger mal so zurück und dann lande ich immer fast in der Lava. Die können irgendwie nicht... Oh, ich trau mich immer nicht. Warte. Jetzt! Ich dachte, ich blink noch. Was passiert denn da? Hier, spiel du mal. Ja, wie gesagt, ich hatte noch nie so ein Ding in der Hand, so ein Pad, aber egal. Okay, das gehen wir schnell hin. Keine Yoshis, nächstes Level, genau. Rennen war Y, ne? Ah, hier kann man auch springen. Das ist der Sprung. Oh, das ist klar, dann machen wir mal. Nein! Ich dachte, ja, ich. Ja, okay. Ich versuch's aber nochmal, okay? Ja, yeah, ja, yeah, probier ruhig, probier ruhig. Trolllevel. Nein! Ach Mann! Meint sorry, ihr, das Leute, ist ich spiele heute zum ersten Mal. Ich habe den ganzen Tag nur gearbeitet, ja? Also bitte. Bisschen nach. Warum geht denn das nicht? Muss ich irgendwie öfters B drücken? Wie? Ich bin zu dumm für dieses Spiel. Oh. Warte. Du musst in einem richtigen Moment B drücken. Ah, okay. Ja, in der Werbung habe ich geübt, ich bin ungefähr 5000 Mal da reingefallen. So, genau. Zack. Das slidet aber ganz schnell, Mario. Kann das ja, sagen? Da muss man, Die schreiben, das ist auch so ein Troll-Level. Ach Quatsch, das geht schon. Das kriegen wir hin. So, hier eine Federchen einsammeln. Ja. Guck, man bounced halt die ganze Zeit so. Nein! Nein! Ah, mach ein anderes okay, Level. Halt echt mal. Nein, ich werde es weiter versuchen. Kann ich einfach aufgeben, das muss irgendwie machbar sein. Troll-Level, next. Schreibt hier einer. Jo. Nix da. Mich zu ehrgeizig für. Na! Mit welchem Account ist das iPad eingeloggt? Das testen wir jetzt. Immer mit Rocket Beans TV, oder? Kann ich das jetzt senden? So, Test Nummer 2. So, das gleich nochmal. Oh, ich kann nichts schreiben, oder was? Ich glaube, es geht nur mit dem anderen Chat-Ding, was wir haben. Ja, ne? Ich kann hier nichts schreiben. Ich hab Gunnar irgendwie mitgenommen. Aber du kannst auch was sagen, einfach in den Stream. Ja, das macht Sinn. Ne? Ja. So, Forest Temple sollen wir spielen. Hat das nicht schon mal jemand in der letzten Mario Maker Session gespielt? Den Forest Temple? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube ja. Ja? Ja, ich bin mir da ziemlich sicher sogar. Nein. Vom Feinschmecker 5 ist das wohl. Ja, ich glaube, es gab schon Feinschmecker. Hm. Vielleicht hast du es verpasst. Das wäre natürlich schade. Ah, oh, verflucht! Wir sollen nicht immer gleich aufgeben. Ich hab's geschafft, siehst du? Ja. Alter. Oh Gott, ja, nein. Oh nein! Okay, das sind Hinterlady. Da wäre bestimmt Stern drin. Deswegen, wir geben jetzt nicht auf. Okay. Wir spielen das jetzt, wir schaffen dieses. Ja. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Genau. Immer dieses Warten am Anfang, ne? Das ja, macht das einen gleich, ist gleich so ein Downer irgendwie. Und das ist gleich so, ah, Mist, du wieder warten. Gibt's eigentlich auch Checkpoints? Nee, ne? Bei normalen Mario-Teilen gibt's immer einen Checkpoint so in der Mitte des Levels. Ja, ne. Hier gibt es keinen. Das ist natürlich schade, aber dann gut. Wenn du die Feder eingesammelt hast, kann man, glaube ich, fliegen. Und dann kann man da oben lang fliegen. Aber ich komme da ja gar nicht hoch, weißt du. Ich muss erstmal hier durch und dann habe ich schon die Feder wieder verloren. Ja. Vielleicht geht es wieder rückwärts und dann... Aber ich konnte Flappy Bird auch nicht, siehst weißt du. Ich kann nicht dieses in engen Gängen... Das ist eine Idee. No. Ach, ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin noch da. Du bist noch da. Und da gibt's jetzt was? Ein Stern, yes. Sag ich doch. Und jetzt durch, aber nur Ruhe bewahren. Nein, du musst da ruhig rüber. Ja, du hast recht. Hey, da oben ist ein Yoshi, hast du gesehen? Einer, der nicht gestorben und einer, er muss der mit nicht ansehen. Sofort geschreddert worden ist. Einer, der mit ansehen muss, wie alle Eier da. Oh. Sag ja, der Typ, der mich hier gebastelt hat, ist ein Mario Sadist. Kann auch sehr emotional sein.
10-Minuten-Regel, ja. Okay. 10-Minuten-Regel. Wann haben wir angefangen? Ich weiß es nicht. Vor der Werbung noch. Ich befürchte, die 10 Minuten sind schon um, oder? Ja. Wobei, das Level haben wir doch erst nach der Werbung quasi angefangen. Mhm. Offiziell. 5 Minuten sind zu viel für ein Level. Man, es gibt Ungeduld. Metal Gear Solid Level? Cool. Diese blöden Blöcke hier. Ich versau hier gar nichts, ja, ja. Ich bin gespannt. Ja. Ach, siehst du? Warte. Alter, guck dir das an! Warte. Bauen Sie, guck bauen dir Sie das an! Yo! Nein! Lass mich hier raus! Wie komm ich hier raus? Wie komm ich aus dem Scheißding raus? Verflucht! Mann! Dieses Ding braucht man eigentlich überhaupt nicht, oder? Ja. Das ist scheiße. Ah. Aber du machst es schon gut. Besser als ich. Es wird besser, ja. Der erste Sprung ist mein größter Feind. Und letzter Versuch. Letzter Versuch? Okay. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Aber ich finde es eigentlich ein sehr schönes Level, muss ich sagen. Bisher. Mich macht es traurig. Ich habe noch nicht viel davon gesehen, aber... Guck mal, du kannst du jetzt nicht oben lagen. Du meinst hier oben? Da oben. Warte. Nee, oh. Sieht, oder? Nee. Nee. Da ist leider eine Wand. So. Zack. Guck mal, das kannst du jetzt first try easy. Ja, jetzt kriegen wir es hin. Ja. Ich glaube, das ist einfach. So. Jetzt kannst du fliegen im Fliegen. Du musst ein bisschen Geduld machen, wie das alles. Hast du Flappy Bird gespielt? Ja. Ich nehme mich nicht. Ich glaube. So, jetzt raus hier aus dem Scheiß? Ja. Jetzt und jetzt kannst du ihn so bam, umkicken. Bam, bam. Und Vorsicht, spring bam. An! Und jetzt bam. Aber Vorsicht, langsam und fliegen, ja, und gleiten. Ich glaube, ich muss mir den Ding jetzt schnappen. Ja, aber dann springt man immer in die Lava, wenn man so hektisch ist. Aber cooles Level, gefällt mir. Ah. Glaub, jetzt wollen wir aber wechseln, hast du gesagt, ne? Mhm. Wie machen wir das denn? Mit welcher Taste? Drück mal auf Plus. Plus? Da, wo Start steht? Ja, und dann kannst du darauf das ist ja krass, touchen. Das hat Touchscreen. Ja. Touchscreen, das ist ja der Hammer. Okay, darf ich mir jetzt aussuchen? Oder hier schreibt jemand, welche? Spielt bitte das Spiel von Dargaran. Er ist schon hart am Weinen, weil er... Dargaran? So viel, ja, wie ja, sieht man wenn, das? Wenn er uns sagt, wie das Level heißt, wäre das deutlich einfacher. Man kann jetzt Dargaran auch nicht alle anklicken, ne? Nee. Das würde ein bisschen... Warte. Wie heißt er denn? Genau, du findest mal raus, wie das heißt. Ich starte jetzt einfach mal das... Haben wir Airship schon gehabt? Keine Ahnung. Sieht lustig aus, ich mag Airships. Oh oh. Sieht ein bisschen simpel von aus. Alex. Na gut, machen wir einfach mal, oder? Hm? Kabam! Von Alex. Dargaran. So, zack. Was? Ich hab nur 100 Sekunden Zeit? Das ist ja hinterhältig. Ah! Wie, 10 Sekunden? Ich hab nur 100 Sekunden Zeit, um hier durch das Level durchzurushen. Ja, dann beeil dich doch. Ja, ich versuche es doch. Nein! Du bist nicht einen Meter vorwärts gekommen. Ich muss hier hoch. Man muss sich unten... Ach nee, muss ich gar nicht. Ich kann einfach durch, ne? Ja. Und ich muss da hoch wegen den Dingern runter. Aber dann... Ah. Wie eine Treppe läufst du da hoch, weißt du? So, ja, so noch eine genau, Stufe. Zack, ja. Bam. Und einfach nicht... Ah, shit. Ah, fast. Oder Kuba oben. Aber es sieht gut aus, das Level. Okay. Sieht auf jeden Fall nach kurzweiliger Action aus. Ja. Nein! Du sollst dich einmal vorstellen kurz. Hi, ich bin Steffen aus dem Sales-Bereich. Ich bin der Knecht von Hauke. Warte, welche Taste war es jetzt? Y, ne? Ah, ich tue die ganze Zeit die falsche Taste wieder. Oh, Vorsicht! Ja, ganz easy, ganz easy. Da unten ist noch eine Kanonenkugel, die da. Ja, ich bin eigentlich so rüber. Zack. Da bist du safe. Da nicht mehr. Ich muss hier jetzt hin. Ich weiß nicht. Du? Wahrscheinlich. Du musst da hoch. Ja, ja. So. Was gibt's da? Ich weiß nicht. Spring mal. Vorsicht! Wer weiß was. Hä? Nein! Oh, wie fies ist das denn? Wenn man so aber außerhalb so der Cam ist. Interessant. Ah. Interessant zumindest. Liebesknecht von Hauke. Ja, genau. Ah, ja. Knaukes Hecht. Ciao, Chris! Ciao! Und goodbye!
Nein! Oh, Glück gehabt. Warte. Kebam! 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 Was ist denn hier? Ah. Jetzt fühle ich mich ein bisschen beobachtet, Miriam. Warte, hier war das irgendwo, ne? Ja. Oh Gott, duck dich! Nein, das ist nicht ducken müssen, aber es ist safe gewesen. Ich ducke mich nie. Immer das Gleiche. Zack. Ah, Vorsicht. Den, oh! So, da. Verdammt. Ja, shit. Was ist drauf? Ach, scheiße, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Was ist denn da drauf? Nutella, war das Nutella? Eduard? War das Eduard? Ach, fuck. Das ist auch Eduards Spezialgericht. Das ist, Eduard, das ist widerlich. Das ist richtig ekelhaft. Das ist Pizza mit Nutella? Pizza mit Nutella? Nee. Natürlich, genauso wie Salami mit Nutella. Also, ey, also bitte. Was? Wo hast du das Nutella-Glas gefunden? Das ist Nee, aber wie alt ist das Nutella? Ja, das ist die Frage. Ist das das Nutella-Glas, wo ich immer draus löffel? Oh, das löffel ich auch immer draus. Ja. Deshalb werden wir immer krank. Ich wusste, dass noch ein Löffel, aber man sieht nämlich die Löffelspuren. Du, du, du. Komm schon! Jaha! Oh. Was denn? Alles easy. Nee, der Chat findet das alles komisch. Pizza mit Nutella. Das ist komisch. Ja. Aber ist es nicht das, was auch den Reiz ausmacht? Die schreiben sogar, das ist illegal. Ist geschafft! Ja! Okay, ich habe meine Arbeit schon getan. Ich wollte noch. Wo ist denn eigentlich unser anderes Chatting, damit wir auch schreiben können? Das hat Gunnar mitgenommen. Das hat Gunnar mitgenommen? Das ist hier gerade unser Dev-Counter. Ach so. Ah. Was? Okay. Zurück. Zurück. So, wo sind wir? Welches Level sollten wir vorhin spielen? Irgendwer meinte doch. Du meinst Firefly? Mhm. Nehmen wir Firefly. Hm, weiß es nicht, ich schau mal. Fast wie das Maschinendeck. Aber die Kamera läuft mit, das heißt, ich muss mich voll beeilen. Oh nein! Oh. Wie jetzt? Jetzt rüber. Nee. Runter und hüpfen. Nee. Ja, natürlich. Oh, was? Oh Mann, die Sachen kenne ich gar nicht mehr. Du musst mit runter. Also, ja. Wie eine Drehtür. Ja, und bin ich da? Dann? Ich lebe. Ja, du lebst doch. Nein! Was ist das? Ich hasse das, wo die Cam mitgeht. Da ist man immer so voll unter Druck gesetzt. Ich habe vorhin schon gespielt. Ich habe schon ein Level gemeistert. Ja. Ja, sicher. Ja. Ja, das können wir gerne machen. Warte. Nein. Ah, schon wieder, ich hab ihn vergessen. Nein! Ah, shit, ich bin aus Versehen. Was ist los, Bell? Ich bin aus Versehen falsch gesprungen. Das Level ist gemein, aber ich glaube, das ist sehr gut. Ich bin voll gefressen gerade. Ich habe so viel reingerieben. Ich glaube, irgendwer hat uns schon wieder Pizza gebracht. Der Ralf isst die gerade mit Nutella. Schauen wir? Ja. Wechseln wir? Ans ab? Der Ralf isst die gerade mit Nutella. Er macht es tatsächlich, ey. Das ist voll eklig. Was muss ich denn hier machen? Wandert das Bild? Ja, tschüss. Nee. Tschüss. Was muss ich denn hier machen? So, den muss ich jetzt erstmal ein Stückchen vorwärts, damit ihn, genau, und dann jetzt. Ach so, okay, scheinbar. Jetzt. Ja, ja, egal. Zu spät. Ja, ich muss erstmal. Aber da rein. Vorsicht, da kommt was runter. Ja, hoch, ja, genau. Sollen Sie sich von mich mal, von mir, sollen Sie sich in Acht nehmen? Kannst du boosten mit dem Ding? Brauche ich alles nicht. Ich explodiere das jetzt hier. Du explodierst das? Ja. Ich explodiere die. Oh, was wollen. Oh, da. Oh. Bist du zu klein für ihn?
Ja, oder du musst da, ich wollte da so rausjumpen. Ja, und dann, ja, aber ja, das geht. Und da ist der nächste. Alles gut. Das, den braucht man, glaube ich, nicht. Du bist abwechselnd. Ich? Ja, mal abwechselnd. Wer stirbt, gibt ab. Du. Siehst du? Das passt doch. Ja, schneller hier. Vielen Dank für die Pizza und Schokomuffin, aber bitte jetzt nicht alle Pizza schicken, weil wir haben auch ein bisschen gegrillt. Oh. Oh. Aber trotzdem vielen Dank. Oh, die Blume! Das sehe ich ja jetzt erst. Da hätte ich ja eine Blume haben können. Kannst du mit der Blume auf die Blöcke zerlegen? Ich kann alles mit der Blume. Oh, ich bin so dumm wie ein dummer Mensch. Guck mal, da oben kommst du ja rauf. Oh. So. Aber ganz ruhig. Und dann springen. Ja! So, und da gibt's irgendwas Neues. Oh, Doppelpilz. Oh, jetzt bin ich voll, hab ich voll den Flash, Alter. Jetzt muss ich hier wieder in den Dödel rein. Und super nice. Und tschüss. Kann ich da mal gegen dödeln? Vorsicht, da kommt bestimmt gleich wieder so ein Lava-Ding. Guck mal, den hau ich erstmal. Oh, oh. Oh. Oh, diese Kante, ey. Sieht so lustig aus, wenn er sich duckt in dem Ding. Oh, nein. Der fiese Schergenstrahl. Hier, auf den Kopf mit dir! Tschüss! Oh, das macht ihm gar nichts, ne? Nee. Ah! 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 Ich sterb doch. Da war die Blume, 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 Blume. Scheiß auf den Pilz. Wenn du die Blume haben kannst, brauchst du den Pilz nicht. Spät. Das Leben, Bell. Das Leben ist voller Gefahren. Ja. Ich warte den jetzt noch ab und dann... Ah, Gott! Jetzt in die Flammen rein, ne? Ich bin... Das Ding ist halt ein bisschen träge, aber auch... nicht so. Du kannst da oben auch hoch, weißt du, ne? Ah ja, hab ich vergessen. Ah, ja. Pass auf, ich zeig dir mal, wie man die Blume... Ja, du zeigst mir, wie das geht. Blume, Blume, Blume! Yeah! Juhu. Warum bist du rot? War das damals so? Letzte Chance? Ja. Come on, come on, come on. Jetzt kannst du auch den Bowser kaputt machen, wenn du nichts verlierst. Ah, dumm, Mann, Nils. Ist dumm. Ho, 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 ho. Der kann nicht mehr früh hoch. Der rührt sich da unten so fest, ne? Aber hier krieg ich den Doppelpilz zurück. Brauche ich eigentlich Leben? Brauche ich doch nicht, oder? Nee. Also, ja. Aber es fühlt sich gut an. Bitte. Jetzt kommt nämlich der Schurke wieder hier, ey, da ist er. Schwein. Oh, was? Ich hab den doch auf den Kopf gedödelt. Alter, presst der mich. Oh nein. Wie aggressiv der mich da tackelt. Naja, gut. Blume, Blume, Blume. Blume, Blume, Blume. Nein. Ich hätte rennen müssen, ne? Ja. Nein! Oh, Alter, nein! Sinkt sie in Lava. Ich versinke, aber nein! Man kommt da halt nicht raus! Das ist wie Pudding! Weil, wie oft hast du schon einen Pudding festgesteckt? So stelle ich mir das immer vor. Oh, hab ich's versagt! Shit! Schaff ich's? Oh, Alter, war das ein High-Risk-Manöver von mir. Wie lange spielt er das Level schon? Sind wir nicht nach 10 Minuten verwechselt? Ja, komm, ich sterb noch einmal und dann. Oh je. Aber winken mal. Da! Geh runter. Oh, oh, oh. Aber es ist, ist auch ein gutes Level. Ja. Oh, das war Pro. Pro-Move. Nein! Diese Ecke! Achso, wir machen jetzt neues Level, ja, oder? Ja, genau, such jetzt aus. Ich weiß ja nicht, wie lange ich schon dabei war. Was muss ich nochmal drücken, um da rauszukommen? Plus. Und dann einfach drauf touchen. Level beenden. Okay, was, wie komme ich da jetzt raus? Auf B? Auf das X, ne? Zack. Oder so.
Und wo sind wir denn jetzt? Beweg dich einmal, dann siehst du es. Das ist Saw-Party so. War das? Nee. Was? Das war Firefly. Saw-Party. Oh. Creative Toilet hier jetzt, oder was? Von Sigi? Creative Hatten Toilet. Hatten wir Sigi schon? Sagt mir jetzt nichts. Aber ich war ja auch nicht die ganze Zeit dabei. Ja, ich auch nicht. Aber Sigi, ich glaube, oh, das ist wieder der neue schöne Mario. Welchen magst du denn lieber? Ja gut, also wenn ich damit aufgewachsen bin, dann ist natürlich klar. Welche Kiste? Zum Verlosen. Stimmt. Ja. Ich wusste, dass das schief geht. Oh. Aber ich hätte auch einfach den Panzer dagegen schmeißen können, aber ich habe mir gedacht, nö, ich sterbe. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja. Du hast nichts verpasst. Oh. Okay, dann. Huch, was war das denn für ein Move? Oh, der kommt ja da hoch. Den Cooper, den ich kenne, oh, der hat den Flügel. Der Cooper, den ich kenne, der ist immer an so Kanten wieder zurückgelaufen. Du bist gefragt, wo du deine tollen Leggings herbekommst. Aus dem Internet. Das fragt man keine Frauen. Ja, das fragt man Frauen alles nicht. Ja. Kann ich den nehmen? Nein, 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 nein. Oh. Ja, also frag doch mal, was zu ihrem persönlichen Hintergrund. Immer, das sind immer so Fragen, die haben so einen Geschmack. Wie groß aber, bist du? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ja, die sollen noch mal fragen, was sollen die denn fragen, Bell? Hm. Welchen akademischen Abschluss du am liebsten hättest? Ich wäre gerne ein Kadett der Sternflocken-Akademie. So. Alter, was ist denn das für ein Move? Erstmal. Ich habe aus Versehen Walljump gemacht. Das ist halt... Oh, sowas gab es früher nicht, Walljumps. Nee, kann man das hier in der alten, also mit dem alten Stil... Wie hebe ich den auf? Ja, einfach Y gedrückt halten. Y? Nee, das ist mal X, oh, verdammt. Ja, ich hab noch so... Jetzt, ja, Y, nein, jetzt gegen die Wand. Ja, gegen die? Ja, dass du da nicht mit dem Kopf gegen stößt. Ja. Ja, genau. Im Idealfall jetzt noch die zweite, den zweiten auch nochmal, aber es. Kann ich. Wie macht man den Walljump? Dann geht's nicht lang. Okay. Wenn. Ja, schaffst du auch dann, oder? Wenn du. Schaff ich das? Wo laufe ich noch? Okay, ich versuch's. Ich springen. Oh, echt? Und dann probieren wir den Walljump von unten. Also ich habe den Walljump noch nie bewusst gemacht. Nun ja. Hilfe. So, Schildkröti. So, jetzt hast du zwei Chancen. Oh, ich Dummkopf. Oh. Oh, nicht mehr gut treffig. Wobei das auch egal, ich probiere mal den Walljump, weil ich. Kann ich mich einfach rechts fallen lassen kann? Ob man dann wieder hochkommt? Okay. Erstmal üben, ne? Ah ja. Okay, alles klar. Und lass mich raten, es geht schief. Nein! Nee, man muss, glaube ich, einfach mit beiden Dingern das. Das sind ja User-Level. Also die alten Mario-Level waren nicht so gemein, glaube ich, dass man. Wenn man den einen Cooper nicht benutzt hat, dass man dann keine Chance mehr hat. Aber ich kann mir das hier vorstellen, dass man ohne die beiden Cooper-Panzer da nicht rüberkommt. Vielleicht sind wir aber einfach zu blöd. Und das geht auch. Oh nein! Tim! Ja! Na? Grüß zurück! Was geht denn, Tim? Ja, nice! Aber du musst halt von der Ecke dann halt links irgendwie hochkommen, dann so, ne? Immer noch versteckt. Blöcken gesucht? Nee. So, eine gute Idee. Was? Ihr könnt euch auch gerne hier zusetzen, wir haben noch ein paar Mikros frei, ne? Boah, jetzt ist das Windows rumsteht. Links Walljump steht hier. Was? Bei den Münzen Walljump.
Ah, das sind Hinweise quasi, ja, aber da erstmal hinkommen, ohne da so gegen. Ja, ja. Ah. Ja, 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 ja. Ah. Ah. Tick zu weit unten. Verdammt. Wahrscheinlich geht's mit den anderen Tim. Die Münzen kennzeichnen die Roger. Ah, dummer Nils. Habt ihr gehört? Ja. Ja. Münzen kennzeichnen. Ah. Wenn du. Hast du ein Mikro? Nee, hast du gar nicht. Hier ist aber noch eins. Sie kriegen hier nämlich Tipps aus dem Off, von dem Chat. Ja. Aber also brauche ich den Scheiß hier gar nicht, ne? Nö, also. Oh, jetzt. Okay. Aber wie komme ich da hin? Oder kann ich auch mich runterfallen lassen und da gleich einen Walljump machen? Ja. Ah, das ist. Mann! Ich habe jetzt keinen Bock auf so eine Scheiße. Ich hau da die Blöcke weg mit den Dinosauriern. Bell, kannst du die drei mal umziehen? Danke, Bell. Ich wollte dich nicht verscheuchen, Marlene, ne? So. Na. Ja, also eben mit einem. Okay, was? Da. Genau, du lässt dich ein bisschen runterfallen und dann springst du gleich rechts rüber. Von dem linken stößt du dich ab nach rechts. Mhm. Das ist doch Quatsch, der erreicht nur das ganze Blöcke. Von der Klippe runter auf die linke Wand und dann nach rechts zum Walljump. Ja. Die Münzen sind quasi die Spots für die Walljump. Ja. Ich mag ja so Level, wo man dann direkt an der einen Stelle so scheiße scheitert. Das ist irgendwie lustiger, wenn man. Was? Komm, wir probieren das noch einmal, wenn wir es nicht schaffen, machen. Okay, ich hab die drei hochgezogen, dann muss es eine andere Zahl sein. Welche Nummer ist denn das bei gerade? Die 1, die 4, die 6. Warte, das ist die? Die 1 ist das. Okay, mir wurde gesagt die 3, aber ich kann. Ja, das ist meins, war die 3. Ah. Wir haben getauscht. Dann warte ich ganz kurz, weil sonst. Hier steht fallen lassen, nicht springen. Alles klar. Bitte. Ja. Ja. Aha, so. Hier aufgepasst. Oh mein Gott. Oh, das ist knifflig. Oh, verdammt. Komm. Wir machen ein anderes Level. Ich, das ist, wenn man probier's noch einmal so. Einmal probier ich das mit fallen lassen. Du kannst es besser als ich und ich hab's fast geschafft. Ja. Ich hab auch noch hier einen Walljump gemacht. Nee, da oben sind. Aber ich mich nervt, ja, hier ist kein, wenn man direkt hier ist kein am Anfang an einer Stelle hängt, das ist so lame. Aber ich glaube, du brauchst die unteren, um da wieder ranzukommen. Wenn du die jetzt wegschießt, ja. Dann hast du noch mehr Zeit Probleme. Lassen, ja, das ist übrigens ein Argument. Hast du mal den Levelbauer am Rohr, oder wie? Ja, anscheinend. Komm, anderes Level, oder will das einer von euch mal probieren? Ja. Ben schafft's bestimmt. Ben kann es sowieso. 100%. Schon bestimmt 3 oder 4 Walljumps. Auf 100 hast du voll den Mega-Walljump. Ja, ich immer. Ah. Ah. Okay, ja, okay. Also Ben packt dir die richtigen Skills raus. Ja. Das sieht ganz gut aus. Das hab ich auch noch nie gemacht. Ben regelt jetzt. Pass auf. Nice. Boah. Ah, du hast es aber eigentlich schon geschafft. Aber okay, das ist natürlich. Warum hast du mit welcher Taste? Mit der Schultertaste? Nice. Ja, nice. Oh, ja, sehr gut. Nein! Ganz wichtig ist, die schwierigen Walljumps zu schaffen, um an einer Pflanze zu sterben. Hm. Das sieht man nicht so gut bei dem Ding. Okay. Kein Problem. Yes. Ben, kein Problem, aber das nice. Eben auf Anhieb. Obacht. Ja, das sind so kusche Diamanten da unten. Ja. War auch clever. Ja. Ja. Da können wir eigentlich fast mal wieder einen Preis aus unserer Kiste raushauen. Ja, ne? Wenn wir den schon auch im Chat haben, den Ersteller. Zum Beispiel. Wie ist denn der Gute? Bombe, ja.
Wir müssen gleich mal gucken, wie der Gute hieß. Auf jeden Fall hast du einen kleinen Mario und eine Mystery Box gewonnen. Ja! Yeah! Deinen Namen werden wir gleich noch irgendwo aufschreiben, oder? Wie läuft das? Nee, vielleicht auf das. Ich dachte, ich. Wo ist Tim? Der wollte es auch mal probieren. Nee, der andere Tim wollte es mal probieren. Ja, dann. Oh, ich rette dich kurz. Du schaffst es jetzt auch, du hast doch gesehen, wie es geht. Ja, na gut. Sorry, Tim. Nee, wie? Du hast bestimmt mal versucht. Ja. Nein, er hat es nicht. Wie hast du das gemeint? Ist das hier der Schweber oder was? Genau, und dann hast du dich runter, hast du quasi so und. Alter, nee. Ah, nicht schlecht. Ja. Tim, komm her. An der Stelle übrigens ganz viel Applaus aus dem Chat für deine Skills. Yeah. Das heißt, wir haben doch hier irgendwo auf der anderen Rechner rumstehen. Vielleicht können wir es da irgendwie aufschreiben. Nice. Oh. Hm. Ja! Ja! Ja. Ah. Shit! Kann ich mal kurz? Ja, mach. Ah. Ey, das habe ich original auch gerade gesehen. Und ich dachte, ich muss an Error 404 denken die ganze Zeit. Das ist anders aus mit der Brust. Das ist 404, kennst du, und dann siehst du es. Ja. Nein! Oh! Gibt's eigentlich wie für FIFA auch Mario-Kommentatoren? Ja, du und wir. Wir sind das. Ja, nein. Ja. Danke, Miriam. Ja, so, ja, nein. Oder so. Müssen wir nur den Namen des guten Mannes rausfinden, oder das, der Dame. Schulz. Ja, also wir müssen noch eins haben, auf jeden Fall. Hier ist noch die Keule und hier ist noch die 4. Alter, ey, der letzte Wolljump. Jetzt. Jetzt. Ja, nein. Wieso schaffe ich den immer nicht, den letzten? Gegen die Wand gucken, links quasi. Ja, easy. Nice. Also wenn man jetzt nicht wüsste, was wir hier machen, bei einigen klingt das ein bisschen wie bei Louis de Funès. Ja, nein, oh! Irgendwo war da so ein verstecktes... Ich dachte, du meinst das Furzen gerade von Ben mit den Kohlköpfen. Oh. Oh. Ich glaube, du musst jetzt auf das Ding springen, kann das sein? Ja, genau. Auf, ja. Oh, shit. Ich finde, wir machen ein anderes Level, oder? Ein weiteres Mal den Hinweis, weil du das so gut gemacht hast. Haben wir den Namen notiert? Nee, noch nicht. Das müssen wir gleich noch machen. Siggi war das. Was kriegt er denn? Ich würde sagen, Siggi kriegt diesen Mario. Das war echt eine große Leistung. Greif doch mal in die Kiste und such einen Preis für Siggi raus. Wir haben schon einen. Habt ihr schon einen? Hier, da ist er schon. Dann... Noch einen. Nein. Herzlichen Glückwunsch, Siggi. Schreibe ich jetzt hier Siggi auf. Lass uns mal da hinlegen. Mhm. Ja, wir brauchen wir definitiv noch, aber dann. Warum habe ich eigentlich immer noch solchen Events Frühschicht am nächsten Tag? Verzeihung. Morgen ist doch Feiertag. Da hat doch keiner Frühschicht. Ich muss noch einkaufen. Denkt dran, Leute, einkaufen. Ja. Morgen haben die Geschäfte zu. Das ist okay, ist okay. Hat gereicht. Stimmt, und ab morgen gibt's auch nichts mehr. Rutsch? Okay. Oh, da. Ja, da kann man, da hoch. Kann man da hoch? Wow, Walljump? Ja. Ja. Nice. Drückst du mit dem Stick zur Wand hin oder von der Wand weg? Zur Wand hin, glaube ich. Das ist mehr so ein Gefühl, den
Wenn du die Wand drückst, dann slidet er da so runter und wenn du deinen Arm drückst, dann. Okay. Es geht. Achso, so hoch dann meinst du. Ah. Ah. Da. Die versteckte Ranke. Manchmal wundert man sich, ob das jetzt alles könnte oder auch teilweise nur Glück. Ich muss auch rechts runter, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht, oder? Ah, wo kommt die denn jetzt her? Ich finde das großartig. Im Chat sind tatsächlich noch Leute, die, wenn sie weggehen. Ja, dürfen nicht alle durcheinander sprechen. Im Chat sind Leute, die schreiben, die schreiben, wenn sie weg sind, schreiben sie BRB. Ich warte ja gleich auf das BOK. Be right back und BOK war. Back on Keyboard. Back on Keyboard, okay. Ich kenne eigentlich eher AFK. AFK, ja. Ja, BRB heißt ja. World Jumps. Ja. Nein. Oh! Alter, nein! Komm! Oh, Mann, ey. Oh Gott, aber da kann man jetzt nach der Vorstellung kann man auch nur noch verkacken. Ja. Dass die beiden mal alleine hier sich haben. Okay. Oh! Alter, ich bin voll auf die Taste. Miri hat voll schöne Haare. Nee. Und wieso kann man nicht. Weißt du was? Ah. Was war das? Hast du nicht gehört? Doch, aber ich habe es ignoriert, weil ich immer ständig sage. Ja. So, ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Miri ist nicht mehr alleine. Tada! Oh, ja. Ben hat auch schöne Haare. Wir haben alle schöne Haare. Hattest du diesmal ein Mikro? Oh. Du fühlst dich zu sehr zu Hause, ey. Hat einer die Zeit gestoppt bei diesem Level? Also nicht, dass ich euch den Spaß verderben möchte, aber ich finde auch, wir machen mal. Also das Level ist cool, aber das ist zu oft dasselbe. Ich finde, wir machen mal ein neues gleich. Aber wenn Ben das spielt, ist das voll interessant. Ja, wenn Ben das spielt, ist ganz cool. Er hat es auf jeden Fall raus. Kann man den Ingolstädter für einen Junggesellenabschied buchen? Die Frage ist, was willst du mit mir bei einem Junggesellenabschied? Du darfst nicht vergessen, ich trinke keinen Alkohol. Mich heiraten, ne, ist, glaube ich, das wird nichts. Ja, Ben, tu so. Das ist richtig gut, ja. Boah, Alter. Nicht schlecht. Oh, joi. Ah. Ach, da kommen noch mehr Bomben raus. Ja, das wird jetzt. Aber da reicht sie schon, genau. Spring oh Gott, dann schreit. No! Mann, ey! Nein. Demokratie! Ja, das, wir haben, sind schon gebrochen worden heute. Wir mussten schon diverse Levels liegen lassen. Hochspringen! Wie? Alter! Ah. Secret! Okay, danke! Aber die Münzen sind ja für uns eigentlich völlig egal. Was kam da jetzt raus? Okay. Was war das? Ja, und jetzt? Leap of Faith oder zurück? Oh. Wir sind klein.
So, Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, ich würde sagen noch. Oh. Ah. Nein! Schau, Tim. Ja, Tim, schnapp dir mal das Mikro hier. Dann gehe ich kurz runter. So, machen wir jetzt was Neues? Ja. Neues Level. Aus Fairnessgründen. Ja. Ja, aber für die Zuschauer ist es doch vielleicht doof, oder? Also, was sagt der Chat? Also für uns ist das ja Ehrgeiz, aber... Ja, die Leute wollen aber... Ey, ohne Scheiß, Mann, das kannst du nicht bringen, wenn ich jetzt... Ey, du kannst nicht hier schlagen geben. Ja. Das Volk hat recht. Das ist so eine Demokratie. My Leute, bitte wechselt das verfluchte Level. Schreiben, ja. Nee. Wir können dann wieder Sofa 1 gegen Sofa 2 spielen, den gleichen Level. Ja, ich find das wäre super, das ja. Das haben wir vorhin ja schon. Finde ich gut. Ich bin mit Ben. So, was haben wir von Manu jetzt? Oh, die schreiben jetzt alle weiter, weiter, weiter. Ist es nicht das... Oh, jetzt bin ich klein geworden. Das ist das. Danke an den Tim hinter uns, der die ganze Zeit die neuen Community-Mitglieder schon gelegt. Danke an den Tim hinter uns, der die ganze Zeit schon die neuen Community-Mitglieder hat. Was ist das hier für ein seltsames Gefährt? Okay, da ist ein Pfeil, das heißt, ich muss da rein. Ah, vielleicht ist es aber auch... It's a trap. Falle. Weil die Leute ja. Alter, what the fuck? Wie kann man sowas machen? Das weiß ich nicht. Ich will es auch haben für mein Level. Oh, jetzt geht der nicht um, oder was? So groß und du triffst nicht. Ah, ja. That's what she said. Vergiften, ja. Warum ist das so? Was ist das für der Bildschirm ist auch so rund geworden, ne? Ja. Alles so, ja. Mario-Style. Oh, was war das denn? Ein Walljump oder wie hast du das gemacht? Wie kann man das, diese ganzen Sachen denn alle machen? Das ist ein sehr mächtiges Tool. Oh, Vorsicht. Hä? Das musstest du vielleicht sogar machen, sonst wärst du da gar nicht durchgekommen. Aber es wird immer noch klein, oder? Ist ein bisschen ja. Groß. Bedeutet das, dass es klein wird? Ja, das ist jetzt kein... Werbung! Oh. Ein bisschen Werbung. Achso, und das selbstverständlich. Machen wir sehr gerne. Gleich sind wir wieder da. Und dann packen wir was ganz Fantastisches aus. Sofa gegen Sofa. Sofa gegen Sofa. Hat es sowas schon gegeben? Ja. Bis gleich.